Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Moment. So. Ich musste noch mein Mikrofon ausrichten, aber jetzt können wir eigentlich auf die Map schauen. Ich glaube, das nächste war irgendwo hier, oder? Das nächste? Nächste Hauptquest, was war das hier? Runenschmied stellt Runen und Glyphen her, aus denen Wörter gebildet werden. Ach, das ist da auch neu, ne? Gehen wir erstmal zum Runenschmied. Und schauen uns den Kollege ein wenig an. Ach ja, hier ist alles es ist nicht abgeschlossen, sondern es ist zugenagelt. Schade, da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Mich würde nicht wundern, wenn da trotzdem Sachen drin liegen. Hase, der gerne im Wasser spielt, wie es aussieht. Und auch überhaupt gar keine Angst hat vor uns. Wir können ihn sogar wegschieben. Er war gerade sogar mal kurzzeitig komplett unter Wasser, würde ich sagen. Na egal, komm, wir gehen weiter. Schöner Fluss. Oha, also wenn hier mal ein bisschen Hochwasser ist, viel Platz ist nicht, wird die Brücke aber recht schnell überschwemmt, beziehungsweise tritt das Ganze dann über die Ufer, die Wasser. Was steht denn hier? Was steht denn hier so viel rum? Hundspetersilie, keine Ahnung, ob ich die brauche. Nehmen wir mal ein paar mit. Ich zittere am ganzen Leib. Schauen wir uns den Runenschmied mal an. Wo ist er denn? Grüß. Hättest du einen Moment deiner Zeit? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ist denn wohl der? Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahr. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Schöner Hut. Erzählst du mir was über deine Heimat? Deine Heimat? Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast? Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Stämme, die keine Könige kennen. Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard von Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über Letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen, ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden. Mir ist gerade wieder aufgefallen, wie krass geil die Grafik doch ist von Witcher 3. Wie alleine schon das Gesicht, wenn man diesen Ophir von, Ophir, den Typ, weiß gar nicht, wie er heißt, von nahen sieht, da diese einzelnen Poren, die teilweise Aknenarben und, ja, es ist Wahnsinn. Vor allem, wenn ich mir halt überlege, wie das früher aussah. Es hat sich echt krass entwickelt. Wie gesagt, der nächste Meilenstein meiner Meinung nach in der Grafik sind definitiv Haare. Klar, sind jetzt schon ziemlich gut hier in dem Spiel. Vor allem finde ich halt den Bart ziemlich gut von Geralt. Der sieht halt wirklich schon sehr realistisch aus. Aber das Problem bei den Haaren ist halt immer noch, die einzelnen Haare darzustellen, sind halt immer Strähnen. Und was natürlich auch immer ein Problem ist, ist halt Wind. Also die Bewegungen der Haare, die sind halt wirklich sehr schwer.
Und ich denke, einher mit diesem Haarproblem ist dann halt definitiv eigentlich Gras, weil das sieht man ja auch. Gras wirkt halt fast immer nur 2D. Es ist halt fast nie 3D. Also, es, ja, ich würde sagen, die nächsten Meilensteine sind auf jeden Fall Haare und Gras. Gras, Blätter, Vegetation halt. Vielleicht dann auch, naja, das kommt wahrscheinlich erst später, Boden. Der Boden lohnt sich wahrscheinlich auch einfach nicht, den realistischer zu machen, weil es einfach so viel Grafik frisst. Wahrscheinlich ähnlich auch wie bei Blättern und Gras, aber okay. Ich habe ein Schema mit ophirischen Zeichen gefunden. Ich dachte mir schon, dass einer von diesen neuen Händlern mir das entschlüsseln kann. Ich habe dieses Schema gefunden. Die Zeichen sind vielleicht ophirisch, aber ich kann sie nicht entziffern. Hilfst du mir? Diese Schrift erkenne ich. In diesem Land gab es sofort Ärger. Mit Einheimischen. Eigentlich Räuber. Wir wurden angegriffen. Das sind Anweisungen zum Herstellen fantastischer Ausrüstung, eines Königs würdig. Dem Herrscher sollte ich sie geben. Bringe sie mir alle zurück, so fertige ich dir Duplikate in der Sprache eurer Handwerker an. Dafür habe ich leider keine Zeit. Quatsch. Klingt doch gut. Ich glaube, ich kann diese Schemata für dich finden. Diese Banditen, sie schienen Ritter zu sein. Das macht es noch schlimmer. Wo hat dieser Angriff stattgefunden? An einer Kreuzung, in der Nähe einer Sägemühle. Im Norden liegt die Ruine eines Hauses, glaube ich. Mal sehen, was ich tun kann. Bis dann. Hallo, das Gespräch war doch noch gar nicht zu Ende, aber wir können trotzdem mal gucken, wohin uns das führen würde. Finde alle Schemata der ophirischen Ausrüstung und bringe sie dem Händler zurück, damit sie kopiert und übersetzt werden können. So. Wo ist das denn? Ach, das liegt auch auf dem Weg. Ja, da gehen wir dann zuerst hin, bevor wir nach Ochsenfurt gehen. Also das ist schön, dass das hier alles quasi eine Linie ist, optimal. Aber wir wollen erstmal weiter mit ihm reden. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Wir haben uns doch erst vor 5 Minuten gesehen. Hübsches Pferd hast du da. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Babietza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Ach, bisher war jedes Pferderennen, wirklich jedes in Witcher 3, einfach. Mal gucken, wie das ist. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also ein Rennen. Ich glaube, ich hatte einmal ein Rennen verloren, weil ich in die falsche Richtung geritten bin, aber ansonsten schnell wie der Westwind. Schneller! Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Los, los! Hat er gerade eben gesagt, schneller, ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Schnellstens? Ist schnellstens überhaupt ein Wort, oder? Führe dein Ross an seine Grenzen. Geil, wie er uns anfeuert, wir werden eh gewinnen. Krass, wie lange unsere Pferdeausdauer hält. Monsternest, was ist denn hier los? Was war das denn? War das geplant? Also war das jetzt, ich gehe mal davon aus. Das ist aber schon mal noch ein Monsternest. Es ist aber schon mal cool, dass das jetzt ja quasi schwieriger gemacht wurde. Hey, hey, mach das Tor auf! Das ist auf jeden Fall meine angenehme Route, die wir hier reiten. Alter, wie lange die Ausdauer hält. Oh, fuck. Jetzt war ich wieder zu fasziniert. Oh fuck. Oh fuck. Ja, ich. Boss, ich werde jetzt verlieren, weil ich. Genau. Lang. Idiot, ich war einfach zu fasziniert von der Umgebung, weil die Strecke so schön war und von davon, dass die Ausdauer. Du hast gewonnen. Gratuliere. Und du hattest recht. Stuten aus Ophir sind schnell wie der Wind. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Ja, wir hätten das natürlich niemals verloren, wenn ich so blöd gewesen wäre und mich mal ein bisschen mehr aufs Rennen konzentriert hätte.
als auf die Pferdeausdauer oder Umgebung, aber ich gehe mal davon aus, wir können das Rennen direkt nochmal machen. Ja. Noch ein Rennen? Was ein Vergnügen das wäre. So haben wir wenigstens mal das andere Ende gesehen. Das haben wir ja in den meisten Pferderennen nicht gesehen, was passiert, wenn man verliert. Und der hatte doch noch eine kleine Geschichte, eine kleine Legende zu erzählen. Das war doch ganz nett. Los, lauf! So, wir versuchen das mal schnellstens zu reiten. Und diesmal versuche ich mich nicht von dieser tollen Umgebung und allem abzulenken, sondern mich auf die Strecke zu konzentrieren. Ja, ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Schnellstens! Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich den Titel dieses Videos nehme. Weil da werde ich auf jeden Fall aufschreiben, ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Also das wird dann der Titel, wenn ich dran denke. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Hey, mach das Tor auf! Das Tor ist doch schon auf. Diesmal gab es aber keine Fässer. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Na gut, aber wenn ich normal da lang geritten wäre, hätte es ja keinen wirklichen Sinn gemacht, die Fässer dahin zu schmeißen, weil... Führe dein Ross an seine Grenzen. Hätte ja keinen Sinn gemacht, die Fässer dahin zu werfen, hätte ich einfach ausweichen können. Ich denke schon, das war extra fürs Rennen. Und vielleicht, weil man das erste Rennen verloren hat, ist dann das zweite leichter. Keine Ahnung. Alte Kapelle. Ich kann sogar während des Rennens auf die Karte schauen. Neue Mühle. Brunwisch. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht, oder? Gemeinsam erbauten die Einwohner die neue Mühle aus Stein als Ersatz für die hölzerne alte Mühle. Nach der Fertigstellung erkannten sie jedoch, dass die Schließung einer funktionierenden Mühle nur aufgrund der Tatsache, dass es eine neue gibt, eine sündhafte Verschwendung wäre. Aus diesem Grund sind beide Mühlen noch heute in Betrieb. Sehr schön. Schneller! Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Ja, du willst sehen, wie ich schnellstens reite, ich weiß. Langsamer! Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plätze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plätze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Behandle mein Pferd immer gut. Ist ja auch ein magisches Pferd. Das kann teleportieren, das kann... ganz merkwürdig reiten teilweise. Es ist unsterblich, es kann nicht von Monstern umgebracht werden, es rennt einfach irgendwann weg, wenn es zu viel Schaden nimmt. Und ich schaue mir jetzt aber erstmal den Osirischen Reisesattel an, bevor ich mir seine Sachen anschaue, weil dann... Ich hoffe mal, der hat einen Haufen Geld und wir können ein paar Sachen verkaufen. Ich will nicht immer alles wegschmeißen. Wir haben zwar eigentlich genügend Kohle, wo steht's da über... Hä, ich dachte, ich hätte 500.000. Scheiße, ich habe nur 57.000. Oh krass. Das habe ich ja komplett, ja, das hatte ich total falsch in Erinnerung. Ich dachte halt wirklich, ich hätte über 500.000, also eine halbe Million. Ich glaube, 57.000 ist auch viel, weil wir eh nie was kaufen, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht habe. Naja, egal, jetzt schauen wir uns erstmal den Sattel an. Wo waren die Sattel zu finden? Plötze hier. Ophirischer Reisesattel, 85, sehr gut. Sehr gut. Nochmal deutlich besser, ist auch... Aber ist weniger wert, ist nur 100 Kronen wert und der ausgerüstete, überlegene Kavalleriesattel, der ist 350 wert. Ich glaube, der Kavallerie... Und da ist sogar leichter hier, dieser Reisesattel. Ich glaube, der Kavalleriesattel, der überlegene, war, glaube ich, auch der beste, den man im Hauptspiel bekommen konnte bei Witcher 3. Also zumindest wüsste ich keinen besseren. Dich wieder... So, jetzt möchte ich gerne kaufen oder verkaufen. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Gut, was ist das? Verzierter ophirischer Säbel. Stahlwaffe, Rüstungsdurchbruch 50 plus für Igni. Kritische Trefferchance. Ich habe einen Zwergenbeil mit plus 100 Rüstungsdurchbohrung, 25% kritischer Trefferbonus. Das heißt, die Rüstungsdurchbohrung ist schlechter bei dem neuen und... Wir haben keinen kritischen Trefferbonus, aber dafür eine 10%ige Chance, den zu bekommen. Plus er ist einmal gesockelt. Er kostet Geld, wir bekommen ein bisschen Geld los. Der andere ist auch schon ein bisschen beschädigt, den wir jetzt anhaben, das Zweigenbeil. Und wir haben wieder ein Schwert, damit können wir wieder Finisher-Moves machen, das wäre geil. Und wir machen halt 24 mehr Schaden und dieses Zwergenbeil ist zwar ein Relikt, aber jetzt auch nicht wirklich, also ist nicht wirklich krasser. Deswegen nehme ich dann diesen verzierten ophirischen Säbel. Das ist ja krass, dass wir wirklich mal eine Waffe kaufen, sehr schön. Zumal dann der Typ jetzt auch ein bisschen mehr Kohle hat und wir ein paar andere Sachen verkaufen können. Ophirische Tunika hat auch deutlich bessere Rüstung.
aber hat keinen Vitalitätsbonus, deswegen wäre es wahrscheinlich schon lassen. Auch der Rest ist nicht so geil und es ist auch nicht sehr viel besser. Und ich glaube, das sieht merkwürdig aus, die Klamotten, aber es ist nicht ganz so wichtig. Einmal gesockelt. Ja, ich wäre... Oder? Das Vitalität... Das macht, denke ich, schon was aus. Ich glaube, wir haben hier 6000 oder so, deswegen ist 328 noch nicht ganz so viel. Aber das hat vor allem diese Tunika, hat vor allem halt diese ganzen Zeichen, die sie verstärkt. Dann ist noch nicht mal Igni dabei. Und bei unserer Brigantine, die wir haben, haben wir 9% Chance, den Schaden zu reflektieren, was auch nicht schlecht ist. Deswegen werde ich das nicht kaufen. Fyrische Armbrust ist sogar schlechter als unsere momentane Armbrust, deswegen nehmen wir die auch nicht. Fyrische Scheuklappen. Ist auch schlechter als die serikanischen Scheuklappen. Und die serikanischen Satteltaschen sind genauso groß wie die... die ophirischen sind genauso groß wie die serikanischen. Lohnt sich also auch nicht. Was ist das? Blei. Francesca Finderberg, Windkarte, Fraktionsgoyatel. Krass, der gibt sogar Karten zu kaufen. Ich kaufe sie einfach, auch wenn ich die nicht brauche. So, noch irgendwas? Was ist das? Finsternis, Quintkarte, Neutrale. Mal auch mit. So, den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir können jetzt ans Verkaufen gehen, weil der Sattel so schwer ist. 8 Kilo. Verkaufen wir den auch als erstes. Mal gucken, wie wir frei bekommen. Wir waren nämlich fast wieder voll. Gut, Rüstung ist immer ziemlich schwer. Boah, die wiegen 2 Kilo, krass. Alles recht preiswert, das ist schon mal ganz gut. Also das ist gut, weil da bekommen wir viel los. Es ist mir egal, wie viel Geld ich dafür bekomme. Ich will es ja vor allem losbekommen, um wieder ein bisschen... Oh, 254 ist das schon. Aber es wiegt halt auch 8 Kilo, ne? Also, boah, das wiegt sogar 11 Kilo. 5,8 ist 700 wert, das ist nur 128 wert. Dann kaufen wir das auch noch. Und das ist halt 8 Kilo, deswegen nehmen wir das auch noch weg. Und jetzt die ganzen kleinen, dummen Schwerter, die keiner braucht. Die sollten auch nicht viel wert. Was? 73 ist das immer noch wert? Das hätte ich nicht gedacht. 79, aber trotzdem verkaufen wir die. Das sind auch 2 Kilo, über 2 Kilo, die wir da loswerden. Krass. Wir kommen halt echt wieder nicht viel los, ne? Also wir kommen eigentlich schon viel los, aber ich würde halt gerne noch viel mehr verkaufen. Aber trotzdem, wir sind jetzt schon unter 100 Kilo Last. Das ist schon nicht schlecht. Dort 8. ...124... ...114... ...302... ...231... Boah, das ist ja alles ziemlich teuer. So, das war's. Ich könnte jetzt noch ein paar andere kleine Sachen verkaufen, aber da mache ich mir jetzt nicht die Mühe, das nochmal rauszusuchen. Egal. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Oh, der Typ gefällt mir, der ist schön nett. Das macht Spaß mit dem. So, jetzt kotieren wir hier erstmal und legen unseren neuen Säbel an. Sieht bestimmt auch gut aus. Und den sockeln wir. Leider kann man den nur einmal sockeln. Was haben wir denn da? 5% Chance auf Verbrennen ist schon mal nicht schlecht. 3% Chance auf Einfrieren. 5% Chance auf Taumeln. 5% Adrenalin, das ist egal. Angriffskraft. 30 Rüstung, 3% Chance auf Vergiften. Ich glaube, dann nehme ich 5% Chance auf Verbrennen, oder? Brennen ist immer ganz gut, macht auch nochmal extra Schaden. So. Mal gucken, wie die Waffe aussieht. Sehr geil, gefällt mir. Und ist halt auch einfach schön, weil es sieht fast, erinnert mich fast an so einen Elfen- oder Elbensäbel. So aus Herr der Ringe. Gefällt mir sehr gut. Stecken wir wieder weg. Dem haben wir gehandelt. Dann gehen wir mal hier rein. Klar wird nix. Der Runenschmiede anscheinend gerade am Beten. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah. Nordlinge. Immer unsympathisch.
legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt, aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst, dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Mhm, das klingt sehr interessant. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Kann er ja froh sein, dass er nicht selber mitgestorben ist. Da hätte er mal die Geschichte erzählen können, wie ich dazu gekommen ist. Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Na toll. Und ich habe jetzt gedacht, wir schwimmen jetzt dahin und tauchen danach. Wir haben doch auch den Trank, Schwertwal oder wie der heißt, dass wir halt super lang die Luft anhalten können. Oh, jetzt geben wir dem einfach nur Geld. Das ist ja langweilig. Deine Kunst, du redest über sie, als wäre sie eine Religion. Was hat dich in unsere Gegend geführt? Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler. Und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott. Die Welt. Durch Symbole spricht er, und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie, und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. So, bevor ich die Zeit komplett vergesse, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Wir jetzt logischerweise direkt die nächste Folge aufnehmen. Für euch geht es leider erst morgen weiter. Tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr haltet so lange durch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.